Damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück hier zu Ocean's Heart. So, wir haben jetzt hier verschiedene Wege wieder und oh, hier war ich ja noch gar nicht. Norden Eichenport? Osten Steinfallkreuzung. Oder doch, hier war ich, ne? War ich hier? War ich hier? Weiß ich jetzt gar nicht. War ich hier? War ich hier? Ach doch, das ist das Feld, ne? Das ist das Feld, genau. Wo ich jetzt immer noch hier durchgestiegen bin. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Nö, da kann ich nichts machen. Es muss doch hier irgendwas mit diesen Steinen auf sich haben. Bei dem Stein konnte ich runterfallen. Hier war ich doch schon. Das ist so geil. An mir passiert nichts. So, ist auch noch so eine. Ich glaube, ich muss die einfach nur in irgendeiner Reihenfolge drücken. Nee, da war nix. Oh. Mal ganz kurz wieder ein bisschen auffüllen. Ah. Ach so. Oh, ho, ho, ho. Erst den und dann den. Ja, jetzt erkenne ich es auch. Oh, bin ich doof, ne? Bin ich doof. Warte mal. Das war der und der. Richtig. Ich hatte es noch richtig in Erinnerung. 2, 4, 3, 1. Wo ist er hin? Nicht mehr, haha. Unbesiegbar. Wo bin ich denn jetzt? Was nix dafür, dass ich diese ganzen Gegner besiege. Alter, ich sterb hier fast. Nur für Gesundheit. An den schnell vorbei. Aber okay, gut. Die Gesundheit nehme ich mit. Why not? Aber weiß ich immer nicht, wohin ich muss. Weil ich wollte ja hier weiter eh erkunden. Ja, du bist mir eigentlich egal.
Dann gehen wir mal weiter erkunden. So, ich glaube, hier lang war das. Genau, hier habe ich jetzt etwas, wo ich wieder mit einer Bombe lang kann. Gitterbombe, normale Bomben. Hätte ich die Bomben mal vorher anders eingesetzt. Egal. Da war nicht hier auch was mit dem Wald, wo ich nicht weiterkam? War das nicht hier, wo ich nicht weiterkam? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Nee, also hier war es schon mal nicht. Aber nice, dass sowas jetzt hier geht. Dass eine Kettenreaktion hervorruft, finde ich geil. Komme ich denn da hin? Ah, halt. Vielleicht hier durch. Das könnte vielleicht die Antwort sein. Wo führt es mich hier hin? Oh! Nice! Okay. Immer her damit. Nehme ich alles. Ah, ist das hier die Stelle? Ja, das ist hier die Stelle. Kann ich das hier auch endlich lösen? So, Sekunde. Nein. Nope, das funktioniert nicht. Also muss ich da echt laufen. Ich dachte echt, ich könnte es werfen. Ich hätte echt gedacht, ich könnte es werfen. Naja, egal. 69. Für ein Korallenerz. Okay. Egal, Korallenerz haben oder nicht. Das ist hier im Moment die Frage, ne? Ich finde das schade, dass man es hier nicht runterwerfen kann. Aber egal. Vielleicht finde ich ja hier noch was, was ich irgendwo kaputt machen kann. Grab, ja, aber was kann ich damit anfangen? Vielleicht gibt es auch hierzu irgendwo eine Antwort. Oder auch nicht. Nicht hin. Ah, irgendwo kam ich doch hier hoch, oder?
nee, an dem Weg musste ich hoch, ne? Ich muss jetzt wieder runter. Aber will ich das? Da kam ich runter hier hin, ne? Genau. Ich gehe jetzt nochmal hier lang. Weil ich ja weiß, dass ich hier auch schon mal was hatte. Scheiß auf das Ei. Hier kam ich her. Ah ne, da muss ich lang, genau. Ist richtig der Weg. Weg. Hier bombardiert mich eh nur. Ich glaube, da hatte ich die Bombe noch platzieren können. Aber hier dann nicht mehr. Ich glaube, hier kam ich nicht mehr weiter. Warte mal, da darf ich doch rechts dran vorbei, oder? Ja, darf ich. Was haben wir hier? Nun, es passiert nicht oft, dass sich jemand hierher verirrt. Du erkundest wohl jeden Winkel der Welt. Immerhin hast du mein Heiligtum entdeckt. Naja, ich suche nach Menschen, die mir lieb sind. Du willst wohl nicht gefunden werden, weil du dich hier versteckst. Das stimmt. Ich wurde aus meinem Orden geworfen, weil ich an die alten Götter glaube. Die Bewohner dieser Länder betreten drei Gottheiten an. Die See, den Himmel und die Erde. Die Erde wurde verflucht und fault vor sich hin, und der Geist des Himmels hat uns verlassen. Aber vor langer Zeit gab es Menschen, die sich an den Geist der Erde erinnerten. Sie konnten das Feuer und die Beben der Erde kanalisieren. Es heißt, dass sie einen Speer fertigten, der die Feuer der Erde beschwören konnte. Angeblich wurde er in einer einsamen Windmühle eingeschlossen. Scheint weit gereist zu sein. Ja, ich habe diesen Speer gefunden. Du hast richtig vermutet. Könnte ich ihn kurz ansehen? Wenn auch nur, um mir selbst zu beweisen, dass die Sache mein Exil wert war. Natürlich, hier. Ah, ja, dieses uralte Symbol. Aber einige Runen sind vom Schmutz bedeckt. Hier, ich habe ein bisschen was davon abgewischt. Du hast deinen Speer ein wenig sauberer zurückgehalten. Er verursacht jetzt ein größeres Feuer, wenn du ihn benutzt. Schön. Das ist doch ein schöner Bonus. Jetzt sehr bald. Vielleicht finde ich ja hier noch was. War ich hier schon drin? Irgendwas scheint hier oben zu sein. Da geht's durch. Wartet mal ganz kurz. Müsste. Lebenselixier, okay. Aufgabe aktualisiert. Welche Aufgabe? Nachdem du ein Monster in einem alten Heim besiegt hast, begann der Runenstein in der Mitte zu leuchten. Gefundene Runensteine 1. Okay. Scheinbar irgendeine Bedeutung. Das macht keinen Sinn da runter, das macht eher Sinn dann hier runter. So, was haben wir hier noch?
gerne mit, die Äpfelchen. Gehen wir hier mal hoch. Moment, hier ist ein großer Runenstein. Vielleicht hat das irgendwas zu bedeuten. Ah, da war ich schon. Da habe ich die Bärenstärke erhalten. Hier oben war ich auch schon mal. Es war diese stille Lichtung, genau. Das irgendwas zu bedeuten hat. Nope, da ist nix. Ich stelle mir halt auch die Frage, soll ich jetzt den Speer verbessern oder... Ach, den Speer verbessern. Das Schwert verbessern oder den Bogen. Fakt ist, da konnte ich schon mal nicht weiter. Da komme ich zwar hin, das weiß ich auch, aber da will ich gar nicht hin. Ey. Okay, gut. 50 Kronen haben oder nicht haben, ne? Der ist echt stark. Na, ernsthaft? Hier war doch auch ein Schmied, ne? Und selbst wenn hier kein Schmied war, hier ging es nochmal weiter zu dieser... Was hier? Ne, es war weiter unten, ne? Sammeln wir mal alles ein. Da komme ich immer noch nicht ran. Will ich denn da unten lang? Ach ja, ich will da unten mal langkommen. Gehen wir hier nochmal rüber. Vielleicht finde ich ja jetzt hier die Antwort, was ich suche. Weil ich halt irgendwas im Eichenport immer noch suche, also. So ist es jetzt nicht. Ja, vielleicht komme ich ja jetzt hier weiter. Und ich habe jetzt hier so viel erhalten. Danke. Vielleicht damit was hinterbrennen. Geh kaputt? Nö, schade. Weitere Sachen waren hier nicht. Hier komme ich nur wieder hier hin. Hier
konnte ich aber schon alles erledigt haben. Also, beziehungsweise hier konnte ich schon alles erledigt haben. Hier habe ich schon alles erledigt, besser ausgedrückt. Das heißt, schlussendlich bin ich hier komplett... Oh, falsch. Oh, crap. Wegfackeln. Das bringt mich aber nicht weiter. Da komme ich auch nicht hoch, ne? Nein. Kann ich auch nichts machen. Da war ich, glaube ich, auch schon drin. Ich weiß nicht, ob ich da die Aufgabe erfüllt hatte. Doch, da war ich schon drin. Das ist, ja. Ah. Reise ich da nochmal hin. Und gehe nochmal nach Norden. Hey! Hey, du kommst mir bekannt vor. Ich schwöre, dass ich dich schon einmal gesehen habe. Das beschäftigt mich die ganze Zeit schon irgendwie. Ich weiß nicht, das klingt irgendwie, als könnte ich dir ja nicht da nicht helfen. Jetzt weiß ich es wieder. Du arbeitest in der Taverne an der Kalksteininsel, oder? Ich habe dort letztes Jahr auf meinen Geschäftsreisen zum Seevierreich einige Male Halt gemacht. Wie lustig, du bist das zweite Mädchen aus Kalkstein, das hier im Laufe vor ein paar Monaten auftauchte. Moment mal, wer ist noch da? Ein Mädchen mit schwarzen Haaren, Hazel. Ich habe sie auf dem Markt getroffen. Sie hat Fisch bei dem Händler gekauft, der Fische und Mangrovenblätter verkauft. Mensch, was habe ich für ein gutes Gedächtnis. Hazel? Papa hat sie gerettet. Ich muss sie unbedingt mit diesem Fischer-Mangrovenblätterhändlern sprechen. Danke, Fremder. Ach, das hier ist Eichenport? Ernsthaft? Ihr wollt mich doch jetzt auf den Arm nehmen, ne? Okay. Solltet sich hier nicht einfach bedienen. Das ist nicht diese Art von Truhe. Wir sind fast bereit für die Tic-Tac-Toe-Meisterschaft, aber jemand ist nicht aufgetaucht. Hey, würdest du eventuell einspringen? Ja, warum nicht? Großartig, da fangen wir sofort an. Meine Damen und Herren, ich erkläre die 29. jährlichen Tic-Tac-Toe-Meisterschaften von Eichenport für eröffnet. Das Preisgeld. Hä? Moment mal, die Truhe mit dem Preisgeld ist leer. Niemand verlässt den Raum, das ist nun ein Tatort. Ich? Die Meisterschaft ist abgesagt, aber... Ich trainiere schon seit 3 Jahren. Weißt du, ich bin fast erleichtert. Ehrlich gesagt bin ich nämlich eine ziemlich schlechte Spielerin. Hey, das Mädchen ist gerade mit 200 Kronen abgedüst. Eine Meisterdiebin. Ich muss nach Hause gehen und über meine Karriere nachdenken. Ich saß die ganze Zeit mit einer Verbrecherin am selben Tisch. Hoffentlich hat sie mich nicht angesteckt. Ich sollte heimgehen und duschen. Keine Sorge, wir riegeln diesen Ort ab. Niemand kommt rein oder raus, bis der Ermittler eintrifft und die Diebe entlarvt. Das ist wie ein Roman, in dem es um rätselhafte Morde geht. Halt ohne den Mord. Halt ohne den Mord. Oder den Roman, also nur rätselhaft. Ja, und was ist hier hinter? Ah, mein Plan! Sieht aus, als wäre die Verdächtigen gekommen. Dann sollte ich gehen und einen Bericht verfassen. Ja, und wo sind die Spuren? Hat sie keine Spuren hinterlassen? Wenn ich eine Verbrecherin wäre, wo würde ich hingehen? Ein Wunschbrunnen. Wirst du 5 Kronen hinein? Da. Frage ist, wie viel muss man reinwerfen, dass da was passiert? Wer ist da? Oder eigentlich,
Ist hier der Orangenverkäufer? Wenn nicht, verschwinde. Na gut. Hast du das leerstehende Haus im Südwesten der Stadt schon gesehen? Gleich bei einem kleinen Brunnen. Dort hat ein Bekannter von mir gelebt. Er meinte, er würde selbst an warmen Tagen immer wieder eine kalte Zugluft spüren. Hasst es so sehr, dass er auf die Insel Liffe gezogen ist. Jedenfalls steht es jetzt leer und Monster sind natürlich eingezogen. So ist das Leben. War das leere Haus am Brunnen? Das müsste das da sein. Moment. Okay, eigentlich wollte ich es woanders hin, aber ist in Ordnung. Ich glaube, das ist tiefes Wasser, da darf ich nicht hin. Mann, du blödes Ding. Du hast suchende Auge erhalten. Wirfst du sie, bewegen sie sich auf einen Gegner zu und hüpfen dann wild herum. Aufgabe aktualisiert. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Und was für eine Aufgabe wurde aktualisiert? Höhlenschlüssel. Du hast einen unterirdischen Höhle in einer alten Schüssel gefunden. Bestimmt gibt es einen Eichenport, ein altes passendes Schloss. Finde es. Und ich hätte mit dem Moderator sprechen müssen. Aber hier ist auch noch was. Stell mir die Frage, kann ich da jetzt ins Wasser oder nicht? Nein, kann ich nicht. Was? Warum bin ich dahin zurückgesetzt? Es ergibt ja gar keinen Sinn, liebe Entwickler. Hier ist der Brunnen, aber hier ist doch gar kein altes Haus. Sprechen wir mal ganz kurz mit dem Moderator. Hast du das gesehen? Vermutlich gut. Vermutlich. Gut, dass du dieser verdächtigen Person gefunden hast, aber nicht gut, dass du sie nicht aufhalten konntest. Das Geld ist jedenfalls weg und wir können kein Turnier mehr veranstalten. Du kannst die 200 Kronen vergessen, Kind. Was, wenn ich das Mädchen finde oder das Geld? Oder beides? Oh, du bist bei der Freiwilligen Flotte, oder? Suchst du Probleme, um sie zu lösen? Na gut. Wenn ich das Geld zurückerhalte, kriegst du einen Teil davon ab. Hallo, willkommen beim Schneider Maresur. Und anscheinend bist du gerade rechtzeitig gekommen. Versuchen wir mal, deine Kleidung so hinzukriegen, dass sie dir passt. Entschuldigung? Wir können damit anfangen, dass wir den Hosenhüften erklären, wo deine Hüften sind. Vielleicht werden sie sich einig. Dann dieser Ausschnitt. Das ist die Rüstung der Freiwilligen Flotte. Mir ist es wichtiger, dass sie mich vor Monstern schützt, als wie sie angegossen sitzt. Ah, auch gut. Immerhin bringt die Farbe deiner Augen zur Geltung. Naja, zieh dich ruhig ein wenig um. Ja. So, wohin können sie geflüchtet sein? Ich sag dir was, neuerdings verkaufe ich Tee wie verrückt. Die Bürgermeister veranstalten eine Geburtstagsfeier für seinen Hund und alle wollen das trinken, was der Hund trinkt. Ehrlich, ich würde lieber gerne auf diese Feier gehen. Ich frage mich, ob die Wachen noch zusätzliche Kähne oder so anheuern. Okay. Ja, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir im nächsten Part, wie es weitergeht, denn jetzt weiß ich gerade aktuell nicht, wohin mein Weg mich noch führt. Denn hier schon mal nicht lang. Oh, hier kann ich Bomben kaufen, ne? Bombenbauer, oh, das war die Sache bei der Salpetermine, das Übliche. Wir haben zu tief gegraben und ein Monster aufgeweckt. Man kennt das ja. Du gehörst ja nicht zufällig zu den Leuten, die gerne in einen Minenmonster erledigen, oder? Ich habe schon überall gefragt. Natürlich bezahle ich dich dafür, in Bomben oder so. Anscheinend ist das genau die Art Probleme, um die ich mich in letzter Zeit so kümmere. Ihr habt euch das zwar irgendwie selbst eingeborgt, aber ich sehe mal, was ich tun kann. Ah ja, fantastisch. Du wirst das Monster töten, das ich mir selbst eingeborgt habe. Bitte die Salpetermine im südwestlichen des Hafens. Verlasse die Stadt durch das Südtor und wende dich dann im Hafen nach Westen. Mein Praktikant ist bei der Mine. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe. Er lässt dich rein. Okay. Welcher Praktikant, welche Mine und so weiter und so weiter und so fort. Das alles erfahrt ihr im nächsten Part zu Ocean's Heart. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Drohort Rhein. Tschüss.